Es gibt nähere und neue Details dazu, wie SpaceX den Mars erreichen und die erste Basis errichten will. Weil das nicht reicht, hat Elon Musk auf X seine Ambition für SpaceX für die Zeit nach der Besiedelung des roten Planeten geäußert. Darüber hinaus gibt es noch hochinteressante Neuigkeiten zu Starlink und seiner militärischen Version Starshield. Und ob du es glaubst oder nicht, diese drei Themen hängen alle zusammen und wir schauen uns jetzt auch genau an, wie. Bevor es allerdings zum Mars geht, zielt SpaceX auf den Mond ab. Mehr oder weniger gezwungen, da sie im Rahmen des Artemis-Programms der NASA vertraglich dazu verpflichtet sind, das Human Landing System oder kurz HLS, also eine neue Mondlandefähre zu bauen. Es mag jetzt auf den ersten Blick so wirken, als ob der Mars nach den Mondmissionen weitere 10 bis 15 Jahre in der Zukunft liegt, aber dem ist nicht der Fall. Denn die für die Mondmissionen entwickelten Fähigkeiten werden zumindest teilweise auch für die Mars-Ambitionen einsetzbar sein. In anderen Worten, sobald SpaceX mit Menschen auf dem Mond landen kann, bedeutet das eine enorme Beschleunigung der Marspläne. Die neuesten Artemis-Prognosen bzw. Zeitpläne legen nahe, dass die nächsten Menschen im September 2026, also in etwas mehr als 2 Jahren, auf dem Mond landen werden. Auch wenn es ein recht großes Risiko darstellt, hat die NASA großen politischen Willen, aber auch Druck im Hintergrund, noch diese Dekade mit der Errichtung einer Basis zu beginnen. Der Grund ist ganz einfach das Rennen mit China. Man möchte nicht, dass die Chinesen vor ihnen dort sind. Der Westen hat ihnen nicht getraut, als es um die Zusammenarbeit bei der ISS ging. Und man vertraut ihnen heute auch nicht, wenn es um das Rennen zum Mond geht. In 5 Jahren Menschen auf dem Mond zu landen, wirkt aus heutiger Sicht etwas unrealistisch. Aber wenn man in Betracht zieht, wie weit SpaceX mit ihrem Starship-Entwicklungsprogramm gekommen ist und dass die Testfrequenz in den kommenden 2 Jahren massiv zulegen wird, rückt plötzlich alles viel näher. Bisher war es nämlich erst möglich, den nächsten Testflug zu starten, wenn die Untersuchung der letzten Testmission abgeschlossen war. Aber SpaceX und die FAA arbeiten daran, die Prozesse so zu gestalten, dass mehr Testflüge ermöglicht werden. Denn die Hardware steht eigentlich schon bereit. Dazu hat die FAA Ende Mai in einem vorläufigen Bericht festgestellt, dass der dritte voll integrierte Testflug, oder kurz IFT-3, kein Risiko für die öffentliche Sicherheit dargestellt hat. Und diese Tatsache erlaubt es SpaceX nun, bereits den nächsten Testflug durchzuführen, bevor der IFT-3-Bericht in vollem Umfang vorliegt. Theoretisch stehen 4 ganze Testartikel, also Schiff und Booster, mehr oder weniger bereit, nacheinander abzuheben. Bisher wurde in den 3 Zwiebelzelten produziert. Aber da sich die Errichtung der Starship-Fabrik bzw. der Star Factory seinem Ende nähert, wird die Produktionsrate nun rasant steigen. Der nächste Flaschenhals ist die Test- und Startinfrastruktur. Dieser wird aber vermutlich auch nur etwa 1 Jahr bestehen, da bereits eine zweite Startanlage in Starbase entsteht. Dafür wurden die Turmsegmente größtenteils in Florida hergestellt und mit Frachtkähnen nach Texas gebracht. Währenddessen wurden auf dem dafür vorgesehenen Platz die alte suborbitale Testanlage und Testhardware abgerissen, da man in Zukunft das Testprozedere vermehrt in die neu errichtete Testinfrastruktur in der Messis-Anlage verlegt. Theoretisch wird für die erste Mondlandung im Rahmen von Artemis Folgendes benötigt: eine SLS-Rakete samt Orion-Kapsel, dazu ein HLS-Starship, das im Orbit betankt werden muss. Für das Betanken braucht SpaceX wahrscheinlich 3 oder 4 Booster und doppelt so viele Tanker-Starships. Denn ich bin mir nicht sicher, wie schnell die Wiederverwendung bis dahin vonstatten geht. Wenn dann die Starship-HLS-Architektur wirklich hält, was sie verspricht, reicht diese Infrastruktur schon, um die Artemis-Mondlandungen bis zum Jahr 2031, wo Artemis 6 stattfindet, abzudecken. Wir wissen aber, dass es so nicht laufen wird. Man wird bei jeder Mission etwas Neues dazulernen und wahrscheinlich das ein oder andere neue HLS in Betrieb nehmen. Dennoch ist das alles nichts im Vergleich zu dem, was SpaceX für den Mars vorhat. Nur 3 Jahre nach der ersten HLS-Mission, also in 5 Jahren, möchte Elon Musk schon unbemannt auf dem roten Planeten landen. Idealerweise gleich mit mehreren Schiffen, um die Fähigkeit nicht nur ein einziges Mal, sondern gleich mehrmals zu demonstrieren.
Je nach Erfolgsquote könnten die ersten Menschen in Starships dann in 7 bis 9 Jahren folgen. Und ja, wir reden hier über Elon Time. Aber ohne Elon Time wäre SpaceX niemals da, wo sie heute sind. Wir sehen ja, dass auch die vermeintlich realistischen Zeitpläne der Old Space Giganten nicht eingehalten werden können. Schon in den schäbigen Zwiebelzelten und ohne Erfahrung haben sie in Starbase unglaubliche Mengen an Schiffen und Boostern produziert. Die neue Star Factory wird es erlauben, das Produktionsziel von einem Schiff alle 3 Tage und einen Booster pro Woche zu erreichen. Bis SpaceX mehrere tausend Schiffe hat, die zwischen Erde und Mars pendeln. Allerdings wird hier dann ein weiterer Flaschenhals entstehen. Pausiere das Video jetzt und schreib mir in die Kommentare, was das sein wird. Der Flaschenhals wird natürlich die Raptor-Produktion sein. Denn aktuell stellt SpaceX etwa einen Raptor pro Tag her. Das entspricht 365 Stück pro Jahr. Ein Booster benötigt 33 und ein Schiff wird in Zukunft 9 Triebwerke brauchen. Man wird allerdings wesentlich weniger Booster als Schiffe bauen, da die Booster viel häufiger und vielseitiger einsetzbar sind. Selbst bei nur einem einzigen Booster pro Monat würde die Anzahl der produzierten Raptoren nicht ausreichen, denn 12 Booster bräuchten schon 396 Stück. Wenn sie aber nur 6 Booster pro Jahr herstellen, dann wären hier mal 198 Triebwerke verbraucht. Mit den übrigen 167 Raptoren könnte man allerdings nicht einmal 19 Schiffe bestücken. Wir erinnern uns, dass das Ziel irgendwo zwischen 100 und 300 Schiffen pro Jahr liegt. Hier besteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Entweder müssen sie noch mehr Triebwerke herstellen oder weniger Booster bauen. Angenommen, sie würden nur 2 Booster pro Jahr bauen, könnten sie mit den übrigen 299 Raptoren etwa 33 Schiffe ausrüsten. Also nicht einmal ein Schiff pro Woche, was auch noch immer weit weg vom Produktionsziel ist. Anfangs wird man einige Schiffe vor Ort auf dem Mars lassen und als Quelle für Rohstoffe nutzen. Später werden die Schiffe vermehrt auch zurück zur Erde kommen, da man nur etwa alle 26 Monate effizient zum Mars reisen kann. In dieser Zwischenzeit sollen etwa 1000 Schiffe im Erdorbit geparkt und auf die Reise zum Mars vorbereitet werden. Wenn sich das Fenster dann öffnet, sollen alle Starships gleichzeitig Richtung Mars aufbrechen. Das wird ein Hammeranblick werden, das kann ich euch schon mal verraten. Bevor wir uns einige weitere Probleme und ihre Lösungen dazu ansehen, möchte ich dir gerne noch ein Buch vorstellen, das von einem langjährigen Mars-Chroniken-Zuschauer und Unterstützer geschrieben wurde. Konstantin Salatés Feuertaufe ist das zweite dieser Buchreihe, das die Geschichte des Hauptmann Holmgren erzählt, der in ferner Zukunft einem Mysterium in unserem Sonnensystem auf den Grund geht. Ich möchte nicht spoilern, deswegen beschreibe ich die Buchreihe mal so. Stell dir vor, Star Wars trifft auf Jason Bourne, trifft auf House of Cards, trifft auf der Marsianer. In dieser Abenteuer-Sci-Fi wird unter anderem gekämpft, intrigiert, mit Raumschiffen geflogen und das alles in einer Zeit, in der die Menschheit bereits einen guten Teil des Sonnensystems erobert hat. Wobei der Autor dabei ganz besonderen Wert auf das Wort Science im Wort Science Fiction legt. Ich finde den zweiten Teil extrem spannend und gut geschrieben. Aufgrund eines Anbieterwechsels wurden aus den ersten 6 kurzen Teilen 3 größere Teile, die nun auch günstiger als vorher und bei Kindle Unlimited verfügbar sind. Der nächste Teil wird im November erscheinen. Da werde ich dann auch wieder Bescheid geben, wenn es soweit ist. Also wenn du Lust auf eine coole Abenteuergeschichte hast, die aus unserer Community kommt und dabei auch noch einen jungen Autor unterstützen möchtest, dann schlag jetzt über den Link in der Videobeschreibung zu und gönn dir den zweiten Teil. Und jetzt zurück zum Thema. Das Hinkommen zum Mars ist eine Sache. Das Dortsein ist eine ganz andere. Starship soll das erste Problem lösen, aber wenn man einmal dort ist, warten ein Haufen anderer Probleme auf uns. Wir brauchen Energie, Treibstoff, Wasser, Biomasse, Start-, Lande- und Kommunikationsinfrastruktur, Habitate, Gewächshäuser und vieles, vieles mehr. Zwar arbeitet SpaceX im Moment noch nicht aktiv daran, diese Probleme zu lösen, aber sie haben sich definitiv schon Gedanken dazu gemacht. Aber außerhalb von SpaceX haben sich in der Wirtschaft und in der akademischen Welt Menschen bereits mehr als nur einige Gedanken gemacht. Es gibt bereits ausführliche Studien und Szenarien für die Errichtung erster Basen. Dazu habe ich dir einige Videos von mir unten in der Beschreibung verlinkt.
Eine wichtige Frage, die sich hier in den Vordergrund drängt, ist, wie zum Geier so ein Vorhaben finanziert werden soll. Denn ohne Moos nichts los oder so. Vorweg fürs Verständnis. Geld, das in solche Programme gesteckt wird, wird tatsächlich gegensätzlich zum beliebten Narrativ nicht ins All oder zum Mars geschossen. De facto wird jedes Geld hier auf der Erde ausgegeben, investiert und auch der Mehrwert bleibt hier. Nur einige der Erzeugnisse werden hochgeschossen. Auch alle Fabriken und Arbeitsplätze entstehen vorerst einmal nur auf der Erde. Elon Musk verkündet seine Ambition für die Zeit nach der Eroberung des Mars auf einen Post von Mario Naval. Dieses Raumschiff ist dafür ausgelegt, unser gesamtes Sonnensystem und darüber hinaus bis zur Wolke von Objekten um uns herum zu durchqueren. Ein zukünftiges Raumschiff, viel größer und fortschrittlicher, wird zu anderen Sternensystemen reisen. SpaceX möchte uns zu einer multiplanetaren Spezies machen, indem wir den Mars kolonisieren und als Fernziel interstellare Reisen ermöglichen. Doch ein interstellares Raumschiff zu bauen, wäre selbst für ein so erfolgreiches Unternehmen wie SpaceX eine gewaltige Herausforderung. Es gibt sicherlich einige große Fragen, die bei einem solch bahnbrechenden Projekt geklärt werden müssen. Wie können Sie ein so ehrgeiziges Projekt finanzieren? Welche Architektur würden Sie für das interstellare Fahrzeug verwenden? Wo werden Sie es bauen? Und wann können wir realistischerweise mit der Fertigstellung dieses Projekts rechnen? Historisch gesehen hat Elon Musk die von ihm kontrollierten Unternehmen genutzt, um alle neuen Produkte zu finanzieren, die sie für den Mars benötigen. SpaceX entwirft und baut Trägerraketen und Satellitensysteme. Tesla produziert Oberflächenfahrzeuge, Solarsysteme und KI-Androiden. Die Boring Company stellt Tunnelbohrgeräte für den Abbau von unterirdischem Eis und die Errichtung strahlungssicherer Lebensräume her. Und Neuralink soll den Kolonisten ermöglichen, direkt miteinander und mit dem Internet der Dinge oder kurz IoT zu kommunizieren. Zweifelsohne könnten die Nicht-SpaceX-Unternehmen bei der Bereitstellung einiger Ausrüstungen helfen, aber die Finanzierung des interstellaren Projekts würde weit über ihre Möglichkeiten hinausgehen. In monetären Begriffen wären Billionen von Dollar erforderlich, was für jedes kleine private Unternehmen oder sogar ein großes öffentliches Unternehmen wie Tesla zu viel ist. Wahrscheinlich würde die Verantwortung bei SpaceX liegen, den interstellaren Transport bereitzustellen. Sobald jedoch die Kolonisierung beginnt, könnte sie jahrzehntelang das gesamte Bargeld von SpaceX verbrauchen. Glücklicherweise könnte der Starlink-Dienst von SpaceX jährlich Einnahmen von bis zu 1 Billion Dollar generieren, was ausreichen sollte, um die Marskolonisation zu finanzieren. Der gesamte adressierbare Markt für den Start mit einer konservativen Einschätzung der kommerziellen menschlichen Passagiere beträgt wahrscheinlich etwa 6 Milliarden Dollar. Aber der adressierbare Markt für globales Breitband liegt bei 1 Billion Dollar, so die SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell. Interessanterweise möchte SpaceX, dass der Mars unabhängig von der Erde ist. Wenn die Marskolonie Fuß fasst, könnte sie einen erheblichen Beitrag zur interstellaren Entwicklung durch ihre technische Expertise leisten. Die Finanzen von SpaceX sollten zu diesem Zeitpunkt aufgrund des fortschreitenden Wachstums erheblich verbessert sein. Der Massentransit zwischen der Erde, dem Mond und dem Mars wird sich da bereits etabliert haben. Unterstützt durch ihr Starlink-System, was wahrscheinlich die Einnahmen von SpaceX über die 1-Billion-Dollar-Marke hinaustreibt. Zur Veranschaulichung des Potenzials. SpaceX erhielt Entwicklungskontrakte im Wert von 1,8 Milliarden Dollar für Starshield und 2,89 Milliarden Dollar für das Human Landing System oder kurz HLS, was darauf hindeutet, dass die langfristigen Einnahmen aus dem tatsächlichen Betrieb dieser Systeme weitaus höher sein könnten. Langfristig sollte die Marskolonie auch besser in der Lage sein, sich selbst zu versorgen, dank ihrer wachsenden lokalen Wirtschaft. Dies würde es SpaceX ermöglichen, ihre finanzielle Unterstützung der Kolonie zugunsten des interstellaren Projekts umzuleiten. Vorausgesetzt, SpaceX setzt seine exponentielle Entwicklung fort. Ein interstellares Raumschiff könnte viele Jahrzehnte benötigen, um die nächstgelegenen Sternensysteme zu erreichen, sodass es im Grunde genommen zu Weltraumkolonien mit eigenen Ökosystemen und Kulturen wird. Notwendigerweise muss jedes Schiff riesig sein, um alle notwendigen Kolonieausrüstungen
zu tragen und eine ausreichend diverse Besatzung zu unterstützen, bestehend aus Hunderten von Menschen, um genetische Vielfalt zu gewährleisten. Angesichts der Größe dieser interstellaren Fahrzeuge müsste SpaceX sie im Weltraum bauen, beispielsweise in der Marsumlaufbahn. Dies würde ermöglichen, Personal, KI-Systeme und komplexe Komponenten von der Oberfläche zu liefern und einfachen Zugang zu den Monden Phobos und Deimos zu haben, um Rohmaterialien zu beschaffen. Das Design von Raumfahrzeugen basiert auf den Fähigkeiten seiner Antriebe. Daher würde das Design ihres interstellaren Fahrzeugs von der Art der verfügbaren Antriebe abhängen. Dazu hat sich Gwynn Shotwell in einem Interview mit dem MIT geäußert. Wir versuchen tatsächlich etwas nukleares Material für die Arbeit an nuklearer Antriebstechnologie zu bekommen. Das ist übrigens schwierig. Auf der Erde ist der Umgang mit nuklearem Material streng geregelt. Daher hatte es SpaceX bisher nicht so leicht. Auf dem Mars sieht die Sache aber ganz anders aus. Es sollte möglich sein, einen interstellaren Antrieb mit einem Spaltmotor zu betreiben. Es könnte jedoch Jahrhunderte dauern, um die nächstgelegenen bewohnbaren Planeten zu erreichen. Was bedeutet, dass diese Reisen Generationen dauern könnten. Angesichts dieser Einschränkungen würde die Fahrzeuggröße wahrscheinlich in Kilometern und Millionen von Tonnen gemessen werden. Aus heutiger Sicht ist das suboptimal. Der bewohnbare Teil des Fahrzeugs müsste in einiger Entfernung von den nuklearen Motoren liegen und gut vom Antrieb isoliert sein, um die Besatzung vor ionisierter Strahlung zu schützen. Fusionsenergie wäre auch eine Option, aber da wir das überhaupt noch nicht beherrschen, lassen wir dieses Thema noch außen vor. Der Mars wird wahrscheinlich ein Hotspot für technologische Entwicklungen werden, als Reaktion auf alle Probleme, die sie in dieser neuen Umgebung lösen müssen. Ihre Raumfahrttechnologie wird ganz besonders herausragend sein, wenn der Mars zum Verkehrsknotenpunkt des Sonnensystems wird, was angesichts seiner strategischen Vorteile wie niedriger Schwerkraft, dünner Atmosphäre und Nähe zum Hauptasteroidengürtel wahrscheinlich ist. Kein Zweifel, dass ihre orbitalen Werften für einen interstellaren Transport umgebaut werden könnten. Gwynn Shotwell sagte noch in einem anderen Interview, man sagt uns jeden Tag, dass wir verrückt sind, aber wir müssen das ignorieren und vorwärts preschen. Wir versuchen einen Durchbruch in der Antriebstechnologie zu finden, der es uns ermöglicht, über den Mond hinaus, über den Mars hinaus und über das gesamte Sonnensystem hinauszugehen. Sicherlich werden wir in den nächsten 50 Jahren einen Weg finden, der es uns ermöglicht, zu anderen Welten zu fliegen. Was ich hier heraushöre ist, dass SpaceX zumindest in kleinem Rahmen an alternativen Antriebstechnologien forscht. Ihre Prognose von 50 Jahren bis zur Fertigstellung des Projekts klingt nur so lange aggressiv, bis man sie mit ihren anderen Errungenschaften vergleicht. Es dauerte etwa 5 Jahre, um die Landung von Boostern zu entwickeln und 10 Jahre, um Starship zu starten, auch wenn es noch nicht in Vollbetrieb ist. SpaceX's Plan, Starship zu einem interstellaren Raumschiff zu entwickeln, ist ehrgeizig, aber sie sind wahrscheinlich in der besten Position, um eine solch abstrus erscheinende Ambition umzusetzen. Ihre Einnahmen werden wahrscheinlich Mitte dieser Dekade das Budget der NASA übersteigen und in den folgenden Jahrzehnten wahrscheinlich um eine Größenordnung größer werden. Dies sollte ihnen ermöglichen, eine lebendige Marskolonie mit minimaler Bürokratie, Regulierung und Besteuerung zu etablieren, was der ideale Ort scheint, um ein so ehrgeiziges Projekt zu verfolgen. Sicherlich, wenn dieses Projekt große Mengen an nuklearem Material, Antimaterie oder Raumkrümmung erfordert, wäre es weise, diese Arbeit weit weg von der Erde durchzuführen. Bis dahin könnte künstliche Intelligenz so weit sein, dass sie bei den Entwurfs- und Bauprozessen helfen könnte, was die Gesamtanforderungen erheblich reduzieren wird. Während es seltsam erscheinen mag, sich auf ein großes Unternehmen zu verlassen, um eine solche Arbeit zu verfolgen, wird SpaceX in den nächsten 50 Jahren wahrscheinlich zu etwas weit größerem heranwachsen angesichts ihrer derzeitigen Entwicklung. Wir haben es schon ganz kurz angeschnitten, aber ich möchte mir jetzt genauer ansehen, wie das alles finanziert werden soll. Mit ihrem aktuellen Kerngeschäft, dem Raketenstarten, können sie einen maximalen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar erreichen. Auf meinem Bankkonto wäre das viel, aber wenn man interstellare Raumschiffe bauen will, sind das Peanuts. Das Potenzial für weltweites Breitbandinternet liegt allerdings bei mehr als dem 160-fachen,
also einer Billion. Das sind 1000 Milliarden US-Dollar. Starlink besteht bereits aus über 6000 Satelliten und konnte schon über 3 Millionen Kunden aus 75 Ländern akquirieren. Und im Durchschnitt kommen monatlich über 200.000 neue dazu. Das Marktanalyse- und Beratungsunternehmen Quilty Space meint, dass Starlink alle Erwartungen übertrifft. Der Bericht, der von Quilty Space Analysten während eines Webinars am 9. Mai erörtert wurde, prognostiziert, dass Starlink auf dem besten Weg ist, im Jahr 2024 beeindruckende 6,6 Milliarden Dollar an Einnahmen zu generieren. Nicht schlecht für ein Geschäftsmodell, das von Brancheninsidern totgesagt wurde. Als SpaceX und OneWeb 2015 diese Megakonstellationen ankündigten, wurden sie von vielen Branchenveteranen belächelt, sagte der Gründer von Quilty Space, Chris Quilty. Sie erinnerten sich an gescheiterte Satellitenbreitbandprojekte in den 1990er Jahren. Branchenbeobachter erwarteten, dass Starlink Eindruck hinterlassen würde, aber nicht in diesem Ausmaß, bemerkte er. SpaceX ist weiterhin ein privates Unternehmen und die finanziellen Daten von Starlink sind nicht öffentlich zugänglich. Um das in Perspektive zu setzen, die kombinierten Einnahmen der beiden größten geostationären Satellitenbetreiber SES und Intelsat, die kürzlich eine Fusion angekündigt haben, belaufen sich auf etwa 4,1 Milliarden Dollar. Obwohl die Konstellation noch nicht vollständig ist und weiterhin Kosten der Errichtung anfallen, schätzt Quilty, dass Starlink 2024 noch einen positiven freien Cashflow erreichen wird. Also, dass sie das erste Mal Gewinne schreiben werden. Wenn Starship in Betrieb geht und die Konstellation ihre volle Größe erreicht hat, werden auch die Instandhaltungs- und Betriebskosten weiter sinken, während die Kunden immer schneller dazukommen, wenn sie den Preis für ihren Service senken können. In weiterer Folge kann und wird Starlink auf dem Mond, dem Mars und darüber hinaus angeboten werden und von einem Kostenfaktor zu einer wichtigen Stütze der SpaceX-Ziele werden. Womit wir wieder bei der Besiedelung unseres Sonnensystems sind. Unter anderem ist es wichtig, sich darum zu kümmern, denn es wäre schade, wenn ein Asteroid oder ein nervöser Präsident einen Atomkrieg auslöst und damit auch die Menschheit. Das ist nicht so weit hergeholt, meine Lieben, denn die großen Atommächte dieser Welt haben mit großer Sicherheit verheerende Waffen im All positioniert. Das Thema behandle ich in diesem Video hier im Abspann. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder, Patrons und alle, die Mars-Chroniken unterstützen. Eure Unterstützung ermöglicht es mir, diese Videos für euch zu produzieren. Wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit wir hier weiterhin wachsen und gedeihen können, findest du alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Mein Name ist Sirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten, Peraspera ad Astra.